Wir gehen weiter im lustigen Reigen der Tabletteneinnehmenden. Und zwar kommen wir jetzt zu einem Mann. Er ist sowas wie mein einziger, echter, wahrer Freund. Und zudem auch der einzige Mensch, der mir schon mal mit dem Akkordeon die Tür aufgemacht hat. Und bevor ich rein durfte, hat er gesagt, hör mal. Wie gesagt, er ist was Besonderes, aber dafür lieben wir ihn. Ich sag Onkel Andi, für Sie ist er Andreas Rebers. Danke, Sebastian. Hallo, Jungs. Ja, das ist, da bin ich richtig gerührt, weil ich bin eigentlich auch nur ein Mensch aus Fleisch und Blut. Ich bin ein Mensch. Und ich helfe gern. Und wenn ich Menschen sehe, dann denke ich immer, was kann ich für sie tun? Und ich habe eine Nachbarin zum Beispiel, die heißt Sabine Hammer, geschiedene Sichel, alleinerziehend Lehrerin, Vegetarierin, also das ganz große Besteck der Betroffenheitskomik und der Empörungsziselierer. Und mir geht's ums Kind. Es fehlt dem Kind der Vater. Ja? Und auch diese Ernährung. Also wenn ich den nicht zwischendurch mal so ein bisschen mit Schlachtabfällen aufgepäppelt hätte, nicht? Oder kriegt er mal einen Red Bull von mir, einen Augustiner, nicht? Oder mal einen Snickers, dass er zu Kräften kommt, der Kleine. Getauft habe ich ihn auch. Den habe ich geschnappt in die Regentonne, dreimal rein und beim dritten, ganz wichtig, beim dritten Mal ein bisschen länger unter Wasser halten, damit der Gottesbezug auch einen Sinn ergibt. Ja? Jetzt haben wir Tempo 30 in meiner Straße. Tempo 30. Und überall hast du jetzt diese Schanigärten. Weil wir wollen das Auto raushaben. Ne? Aber nicht meins. Ich habe ja einen VW-Bus. Ich mache ja nach meinen Shows immer Sexpartys mit Kabarettludern. Und da hast du natürlich im VW-Bus mehr Platz als auf so einem Eisenschwein. Weißt du, diese Lastenfahrräder. Ne? Die stehen ja auch überall rum. Nicht? Was noch an Lücken da ist, da steht das postmoderne Eisenschwein. Und jetzt haben wir Tempo 30, aber ich fahre nicht 30. Ich fahre nicht 30, ja? Ich fahre 10. Ganz langsam. Und es ist so die Fahrradfahrer können mich nicht überholen. Du, die pöbeln mich an, die schreien rum, geh weiter, fahr schneller. Jetzt habe ich eine Anzeige. Wegen Geschwindigkeitsunterschreitung. Da habe ich gefragt bei der Bullerei, sag mal, habt ihr mich geblitzt? Haben sie gesagt, nein, gemalt. Gemalt, ne? Ja, so ist das. Und Frau Hammer ist ja auch eine begeisterte Fahrradfahrerin, nicht? Also man könnte fast sagen, Raserin. Eine Raserin mit E-Bike. Holla die Waldfee, rücksichtslos. Und jetzt hatte sie diesen Unfall mit einem Elektrofahrzeug. Leider nichts gehört, behauptet sie. Also, ich hatte ja einen Tesla ausgeliehen. Probefahrt. Und dann hat sich das ergeben. Ne? Sie war ja bei Alnatura, da arbeitet ja jetzt das Hammerkind. Als Kaufhausdetektiv. Kaufhausdetektiv im Bioladen. Ja, die Grünen klauen ja auch. Nichts vorstellen. Nicht? Und dann kam sie da hochmotiviert und dann hat sich das ergeben. Ich hab sofort angehalten. Da kenne ich helfe gern. Ich habe angehalten. Der Tesla ist praktisch allein irgendwo hingefahren. Und Frau Hammer untersucht. Ich bin der Rettungssanitäter. Wenn man helfen will, muss man es auch können. Ja? Hatte sie ein paar Frakturen. Diese Schürfwunden, nicht? Blaue Flecke und so, Hämatome, praktisch so normal. Nicht? Da habe ich gesagt, Frau Hammer, ich bringe Sie jetzt in die Klinik, das mache ich jetzt, damit wir keine Zeit verlieren. Ne? Aber nicht mit dem Tesla, der ist weg. Ne? Nicht? Aber ich habe ja auch ein Fahrrad. Ich habe ja auch ein Fahrrad, natürlich. Ich habe ein Fahrrad und einen Hänger. Und dann habe ich Frau Hammer in den Hänger gelegt, habe sie so festgezurrt mit Spanngurten, nicht? Damit sie nicht runterfällt, habe ich gesagt, Frau Hammer, es ist natürlich jetzt so, wir können jetzt nicht hier durch die Stadt fahren, neben der Straße, neben dem mittleren Ring. Sie war ja praktisch tiefer gelegt, da ist ja die Luft noch schlechter. Habe ich gesagt, nein, das geht nicht, das ist zu ungesund. Durch den Verkehr, durch die vielen, wenn. Ja, habe gesagt, Frau Hammer, wir fahren durch den Englischen Garten. Da ist doch die gute Luft. Die gute Luft, die spielenden Kinder.
Familien. Da gibt es sogar eine Trommelgruppe von weißen Frauen. Die trommeln immer um dann Menopterus. Und davor stehen die Afrikaner mit dem Augustiner und denken sich, ach du Scheiße. Ne? Ja, kulturelle Aneignung auf niedrigstem Niveau. Also pass auf, ich habe Gummi gegeben. Und dann waren wir endlich da, im Rechts der Isar. Der Weg des Leidens hatte ein Ende. Da kamen zwei sehr nette Krankenschwesterinnen. Denen habe ich dann gesagt, entschuldigen Sie bitte, das ist Frau Hammer, this is Mrs. Hammer, ein guter Mensch, ein guter Mensch. Die Knochenbrüche bitte nicht gipsen, sondern töpfern. Okay. Andreas Remers, meine Damen und Herren! ZDF hat einen Namen, Qualität. Nee, Qualität. Also ZDF heißt ZDF und da ist Qualität. Und wenn Sie ZDF oder Dreisat ist auch, also öffentlich-rechtlich, ist schlau. Abonnieren.